Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr Ernie aus der Sesamstraße malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift und zeichne damit in die Mitte des Blattes erstmal einen Kreis für die Nase. Lasst euch dabei ruhig so viel Zeit, wie ihr benötigt. Anschließend zeichnet ihr direkt an die obere Seite einmal links und einmal rechts ein schräges Oval für die Augen dran. Versucht diese direkt an die Nase angrenzend zu zeichnen. Direkt in die Mitte der beiden Augen zeichne ich jetzt jeweils einen etwas kleineren Kreis direkt für die Pupillen hinein. Diese können ruhig relativ weit mittig sein. Und versucht sie auf beiden Augen ungefähr gleich groß zu zeichnen. Als nächstes geht es direkt unter die Nase. Dort zeichne ich erstmal einen länglichen Bogen hin, um den lachenden Mund zu zeichnen. Geht von den äußeren Seiten jetzt jeweils ein kleines Stückchen weiter in die Mitte und zeichnet dort nach unten hin einen Bogen direkt daran, um einen lachenden Mund zu erschaffen. An die obere Seite zeichne ich jetzt erstmal einen Bogen dran, um so die Zunge von Ernie darzustellen. Von der oberen Mitte aus könnt ihr jetzt einen kleinen Strich nach unten zeichnen, um noch ein Detail hinzuzufügen. Dann geht es nach außen an die Mundwinkel. Dort zeichnet ihr dafür jeweils einen kleinen Bogen an die Seiten des Mundes ran. Das Gesicht wäre erstmal geschafft. Jetzt umranden wir es erstmal. Dabei beginne ich links über dem Auge und zeichne entlang des Gesichtes. Versucht dabei, die Mundwinkel und das Kinn etwas markanter darzustellen, aber trotzdem relativ rund dabei zu bleiben. Die Stelle nach oben hin könnt ihr jetzt erstmal noch geöffnet lassen. Denn dorthin zeichnen wir als nächstes seine Haare. Dabei beginne ich mittig über den Augen und zeichne erstmal eine gewellte Linie nach rechts. Von dem gleichen Ausgangspunkt aus zeichne ich nun eine weitere gewellte Linie, dieses Mal zur linken Seite hin zeigend. Von dieser Seite aus gehe ich anschließend in ein paar einzelnen Bögen wieder zurück und nach außen, um so ein paar einzelne Zacken der Haare darzustellen. So gehe ich jetzt einmal rundherum, so dass hier die einzelnen Zacken seiner Haare entstehen. Diese können ruhig etwas durcheinander sein. Zeichnet sie einmal komplett hinüber, bis sie eine wuschelige Frisur ergeben. Und da wir die Haare später schwarz ausmalen, kann es an einigen Stellen sich ruhig überlappen. Das Gesicht könnt ihr nun gegebenenfalls bis zu den Haaren hin erweitern. Dann gehen wir ungefähr auf Höhe der Nase und zeichnen an die linke und rechte Seite jeweils einen Bogen dran, um so die Ohren von Ernie darzustellen. Versucht diese ungefähr gleich groß zu zeichnen. Jetzt haben wir es fast geschafft. Unterhalb seines Gesichtes fehlt jetzt nur noch der Kragen seines Pullovers. Dafür zeichne ich einfach direkt unter sein Gesicht erstmal einen Bogen von der linken bis zur rechten Seite hin. Dort hinein zeichne ich jetzt noch ein paar einzelne Bögen, um so die Streifen des Pullovers darzustellen. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen. Das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich Ernie aus der Sesamstraße ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon.
Ernie aus der Sesamstraße ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!